Hey Leute, ich bin's mal wieder. Lang nicht gesehen. Wir Retro-Junkies, wir laufen des Öfteren Gefahr, dass wir manche Titel einfach so sehr durch die rosarote Brille sehen, dass wir gar nicht merken oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, dass diese Titel sehr unausgegoren und halbfertig wirken können, sobald man mal das Classic-Flair und die ganze Nostalgie davon abzieht. Und gerade deshalb will ich es mir bei berühmt-berüchtigten und beliebten Klassikern rausnehmen, etwas kritischer und genauer hinzuschauen, diese unter die Lupe zu nehmen und mir die Frage zu stellen, ist das wirklich noch so gut? Wenn man den durchschnittlichen LucasArts-Fan fragt, welches LucasArts-Grafik-Adventure am ehesten eine Verfilmung verdient hätte, dann hört... Wenn man den durchschnittlichen LucasArts-Fan fragt... Ich finde, man sollte den Dick unbedingt verfilmen. Wenn man den durchschnittlichen LucasArts-Fan fragt, welches Spiel am ehesten eine Verfilmung verdient hätte, dann hört man relativ oft The Dick. Sicherlich nicht ganz ohne Grund. Schließlich stammt die Idee zum Spiel von Steven Spielberg, der ursprünglich einen Film draus machen wollte, dann aber befürchtete, der Stand der visuellen Effekte sei noch nicht ausreichend für seine Vision. Und auch sonst gilt The Dick als Klassiker, unter vielen Fans alte Adventures sogar als einer der besten LucasArts-Titel. Und ja, als ich es mit 10 Jahren das erste Mal gespielt habe, war ich trotz endlos erscheinender Ladezeiten auf einem 486er mit Double Speed CD-Laufwerk total begeistert und fasziniert von dem Spiel. Und gleich noch ein einziger Schritt. Doch mit der Zeit und mit vermehrtem Wiederspielen begann die Fassade ein wenig zu bröckeln. Und sobald man die ersten Risse feststellen kann, schaut man naturgemäß auch mal ein wenig genauer hin. Und dann wird nicht nur schnell klar, dass The Dick nicht das große cineastisch anmutende Meisterwerk ist, sondern auch, dass die Macher in der Jahre andauernden Entwicklungsgeschichte immer wieder haufenweise Potenzial verschenkt haben. Bevor wir nun aber einen gemeinsamen Blick auf das Spiel werfen, will ich einen massiven Spoiler-Alarm ausrufen. Wer das Spiel noch nicht kennt, aber noch spielen will, der sollte sich lieber ein anderes Video anschauen. Beginnen wir mal mit einem Punkt, der relativ früh klar wird. Es gibt kein wirkliches Zusammenspiel mit den anderen Charakteren. Es ist in Adventures weder selten noch zwingend negativ, dass man nur einen einzelnen Charakter durch die Einsamkeit steuert. Aber in The Dick wird man schon zu Beginn mit einem Kommunikator ausgerüstet und bekommt vier Teamkollegen, mit denen man interagieren kann. Zu zwei davon verliert man bereits nach 15 Minuten den Kontakt. Ein weiterer antwortet nie und die letzte Mitgestrandete ist ansonsten auch keine große Hilfe. Aber schlimmer noch, das Dreigespann strandet in einer fremden Welt und als eines der Expeditionsmitglieder aufgrund von zu ungestümem Vorgehen stirbt, entscheiden die beiden übrig gebliebenen kurz darauf, dass sie sich trennen sollten. Warum? Und wieder gibt es keinerlei Möglichkeit, im Zusammenspiel mit anderen Spielfiguren gemeinsam Rätsel zu lösen. Ist dieses Spiel tatsächlich von den gleichen Leuten, die mit Maniac Mansion, Zack McCracken und Day of the Tentacle schon mehrfach bewiesen haben, wie ein Multi-Charakter-Adventure gut funktionieren kann? Die selbst in Sam & Max gezeigt haben, dass man auch einen Nichtspielercharakter super in interessante Rätsel integrieren kann? In einem Spiel, in dem es hauptsächlich ums Überleben geht, wäre es doch das Allerbeste gewesen, auch die anderen Charaktere mit einzubringen. Wieso wurden Zusammenarbeit und Interaktion anfangs noch angeteasert, aber dann sofort fallen gelassen, nur um uns mit dem Charakter- und kantenfreiesten aller Protagonisten alleine zu lassen, der in einer lahmen One-Man-Show durch die Handlung führt? Das Spiel sollte eigentlich nicht The Dick heißen. Ich hätte da einen passenderen Namen. Wer begeistert alle Massen? Und wird dabei allein gelassen? Wer rettet unsere Erde? Und hat trotzdem keine Herde? Wer macht dem Loch Ness Monster Beine? Und macht das alles ganz alleine? Wer betätigt deine Klingel? Doch man munkelt, er ist Single. Wer macht nur kurz mal was gemeinsam? Und ist danach gleich wieder einsam? Wer kann auf Lichterpfaden gehen, doch keiner da, um es zu sehen, der manchmal Freude an Gewalt hat, gerade deshalb ist ein Waldschrat. Wer bewegt gar schwere Steine, aber Freunde hat er keine. Muss jetzt wirklich auch noch gesungen werden? Boston Low ist eine schrecklich langweilige und eindimensionale Spielfigur. Der Stereotyp des emotionslosen Anführers, der alles richtig macht, immer korrekt analytisch bleibt und nie eine falsche oder moralisch fragwürdige Entscheidung trifft. Wann bekommt er mal Panik? Wann stellt er mal länger als 5 Sekunden eigene Entscheidungen in Frage? Wann zwingt er seine Teamkameraden mal auf forsche Art zur Disziplin? Nichts. So wenig Leben hatte bislang kaum ein Charakter in einem LucasArts Adventure. Und gerade diesen Typ soll ich sympathisch finden? Das bringt nichts. Mindestens ebenso langweilig wie Low ist die Spielwelt, bzw. die Entdeckung dieser. Langweilig. Ungefährlich.
Leer und ausgestorben. Ich meine, wo sind die Tiere? Ach so, es gibt eine Schildkröte, ein Seeungeheuer, eine Ratte und die gibt es auch alle nur aufgrund von Story-Relevanz. Wir hatten es außerdem mit einer hochzivilisierten und technologisch fortgeschrittenen Art zu tun. Aber wo ist all diese Technologie? Es gibt wenig bis keine Technologierätsel. Das Prismenrätsel und der Brau einer Rattenfalle sind da vielmehr kleine Ausnahmen. An keiner Stelle muss man sich in verrückte Alien-Technologie reindenken, Zeichen deuten und entschlüsseln oder gar versuchen, die Sprache der Ureinwohner zu erlernen. Das geht nämlich recht schnell und einfach durch. Hey, ich schau mir mal ein paar Hologramme an. Ui, jetzt spreche ich fließend Alien. Es gibt kein richtiges Entdecken, keine wirkliche Erforschung der Spielwelt. Man kommt an einen neuen Schauplatz und hat aber gar nicht das Gefühl, dass man etwas Großartiges, etwas Neues gefunden hat. Das wird besonders dann schade, wenn man mal in die Historie des Spiels blickt. Die Entwicklung wurde nämlich schon 6 Jahre vor Erscheinen begonnen, im Jahr 1989. Der erste Ansatz stellte sich als zu ambitioniert heraus. Mit mehreren Spielfiguren hätte man mehrere Planeten und Umgebungen erforschen können. Nach einem Jahr ohne klares Ergebnis wurde dem Loom-Schöpfer Brian Moriarty das Ruder überreicht und der setzte direkt mal den großen Rotstift an. Auslöser der Handlung in seiner Version war bereits ein Asteroid, der auf die Erde zufliegt und sich bei seiner Beseitigung als getarnte Raumfähre herausstellt. Und dennoch war diese Version anders. Völlig anders. Von dieser Version des Spiels gibt es nur noch wenige Grafiken, Berichte und ansonsten Gerüchte, aber anscheinend hatte sie eine sehr komplexe, metaphysische Story, die von einer unsterblichen Alienrasse gehandelt hätte, die verschiedene intelligente Wesen aus der Galaxis einem Test unterzieht. Demzufolge wäre diese Version des Planeten um einiges bedrohlicher gewesen und tödlicher. Hier auf dem normalen Cover der Spielbox sehen wir 3 Astronauten. Selbstverständlich sind das Robbins, Brink und Lowe. Aber was ist mit dieser frühen Version des Covers, die zum Beispiel auch auf dem Buch zum Spiel zu finden ist? Hier gibt es einen 4. Astronauten. Das ist aber weder Cora Miles noch Ken Borden, das ist Toshi Olema, der japanisch-amerikanische Sponsor der Mission, der ebenfalls Teil des Expeditionsteams ist und ziemlich früh im Spiel durch eine Säuregrube ums Leben gekommen wäre. Weiterhin hätte es sich an den Entscheidungen des Spielers orientiert, welches Crewmitglied stirbt, wer wiederbelebt wird und wer durch den Einsatz eines roten Kristalls sogar vom Wahnsinn der grünen Kristalle befreit worden wäre. Es klingt für mich nach einem harten Spiel voll harter Entscheidungen, welches näher an I Have No Mouth and I Must Scream dran ist, als an der unheimlichen Begegnung der dritten Art. Und dieses Spiel hätte ich gerne gespielt. Obwohl es untypisch für LucasArts scheint, hätte das ihr bester Titel überhaupt werden können. Verpasste Chancen. Tja, stattdessen haben wir eine leere Spielwelt, die perfekte Lebensbedingungen für Menschen bietet und in der aber auch gar nichts gefährlich ist. Wieso wird Boston nicht von diesem Wachhund angegriffen? Na, weil der lieber seinen Artgenossen angreift. Toll gemacht. Schlechtester Wachhund ever. In der finalen Version haben wir weder ein klares Motiv für alles, noch eine beengende Bedrohung und noch nicht mal einen wirklichen Antagonisten. Das Einzige, was wir bekommen, ist der da. Gewieft und gebildet, charismatisch und stark, der allerkrasseste Export aus Dänemark. Ja, alle finden ihn geil, ganz besonders die Frauen. Er ist einer von denen, denen Dänen vertrauen. Er buddelt dämlich herum, dann gibt seinen Knall. Irgendwie ist er tot, doch dann kommt so ein Kristall. Der macht aus ihm eine Art Zombie, der ganz brutal stinkt. Das ist Ludger. Hier zuckt er. Ludger Brink. Der beste Geologe Dänemarks. Weil es in Dänemark ja auch so viel Gebirge gibt. Können wir das Gesinge jetzt vielleicht mal einstellen? Danke. Im Original ist Brink Deutscher. In der deutschen Übersetzung haben sie das einzig logisch gemacht und haben ihn zu einem Dänen gemacht. Warum? Normalerweise macht man sowas, wenn sonst in der Übersetzung Wortspiele verloren gehen. Das ist hier aber überhaupt nicht der Fall. Und wenn man einen Geologen schon unbedingt entdeutschen muss, wieso macht man nicht einen Österreicher, einen Schweizer, einen Schweden, einen Norweger oder einen Isländer oder so draus? Irgendwas, wo es tatsächlich eine Geologen-Community geben dürfte und es realistisch ist, dass einer der weltbesten Geologen dort herkommt. In Dänemark gibt es exakt 2 fucking Universitäten, an denen man überhaupt Geologie studieren könnte. Kein Wunder bei einem Land, dessen höchster Berg 170 Meter hoch ist. Aber okay, hängen wir dem Spiel selbst mal nicht negativ an, diesen dummen Fehler hat die Lokalisierung gemacht. Doch apropos dumm, die Charaktere sind stellenweise wirklich dumm und sie treffen dumme Entscheidungen. Dass sie sich zu einem vollkommen falschen Zeitpunkt getrennt haben, habe ich ja schon breitgetreten. Doch sehen wir mal, welche Ausrüstung auf die Mission mitgenommen wurde. Okay, eine 0G-Fräse, 2 Sprengsätze und eine Schaufel. Ein gottverdammter Spaten mit Holzstiel. Sind Sie jetzt nicht doch froh, dass ich dafür gesorgt habe, eine Schaufel mitzunehmen? Mein Motto ist, wenn du es mitnehmen kannst, nimm es mit. Du weißt nie, wofür du es später noch gebrauchen kannst. Ja klar, und wenn der Holzstiel abbricht, dann hast du ein wunderschönes Stückchen Abfall dabei.
Doch wozu führt das Mitführen einer Schaufel? Dazu, dass Brink anfängt zu graben. Einem Geologen wäre zuzutrauen, dass er nicht einfach losbuddelt, wenn er ohnehin schon weiß, dass der Boden unter ihm hohl ist. Müsste er nicht eigentlich schreien, »Heilige Makrele, wir stürzen gleich ein!« und panisch davonrennen? Okay, eine Menge der Entscheidungen sind ganz einfach dem Plot geschuldet, aber wenn das schon so ist, wieso haben wir vor jeder dummen Entscheidung gefühlte 8 Stunden Debatte, wie man das Thema angehen sollte? Dieses Kabel könnten wir später gebrauchen. Mal schauen, ob ich es herunterziehen kann. Sollten Sie nicht zuerst die Sicherung rausnehmen? Was? Das war ein Witz, Lo. Oh ja. Komm zum Punkt und zieh an dem Scheißkabel. Aber anschließend zu meinem größten Problem mit dem Spiel. Die Dramaturgie ist komplett vermurkst. Da nimmt man sich schon so verdammt viel Zeit mit dem Plot und wirft alles in die Waagschale, auch die Rettung der Menschheit. Und dann bekommt man es nicht mal sauber hin, deutlich zu machen, was in den Charakteren vorgeht. Aber fangen wir mal an. Der bedrohliche Meteorit wird gesprengt und... dann? Wir erfahren nie, ob das die Menschheit denn nun wirklich gerettet hat. Natürlich wurde sie am Ende gerettet, schließlich ist das komplette Ding ja weggeflogen. Aber ist denn der eigentliche Plan aufgegangen? Gab es auf der Erde Jubelstürme und allgemeine Freude? Dann geht es weiter. Brink stirbt und alles, was Maggie dazu 10 Sekunden später zu sagen hat, ist: Es hätte jedem von uns passieren können und sie hätten nicht das Geringste dagegen tun können. Später verliert Brink seine Hand. Eine absolut erschütternde und verstörende Szene. Doch 2 Sekunden später tut jeder so, als wäre nichts passiert. Ich will nochmal den Vergleich mit I Have No Mouth and I Must Scream stellen. Ein Spiel, in dem sämtliche Charaktere schon zu Beginn traumatisiert und geistig entstellt wirken, was sich durch das komplette Spiel zieht und in Form einer beunruhigenden Atmosphäre ständig über dem ganzen Spiel hängt. So etwas wäre passender für die Situation in dem Plot gewesen. Ein absolutes Negativ-Highlight ist für mich die Einleitung des Bad Endings. Oh nein, Lo, Sie haben es mir versprochen. Man merkt überhaupt nicht, dass die Macher das noch spontan und unter Zeitdruck eingebaut haben. Da fehlt eigentlich nur noch der Love-Track. Am Ende werden die Aliens und die Menschen sogar Freunde. Man spricht sogar die gleiche Sprache und beschließt, dass bald mehr Menschen zu Besuch kommen sollten. Ein erzwungenes, regenbogenbuntes Happy End, welches kaum passt. Brink und Maggie waren zwischendurch tot. Sie sollten hoffen, dass sie nie wieder zu diesem Planeten zurückkehren müssen. Lo war zwischendurch alleine und musste mit anschauen, wie seine Expedition zerfällt. Auch er kann kein wirkliches Interesse daran haben, einen dramatischen Abschied zu feiern. Ebenso muss allen klar sein, dass sie der Menschheit nun Tor und Tür öffnen, diese außerirdische Spezies ins nächste Chaos zu werfen. Denn wenn es den Menschen nun wirklich möglich ist, mit dem Alienschiff zurück zum Planeten zu fliegen, dann ist uns wohl doch allen klar, wie das ausgehen wird, wa? Nazis im Weltraum, die hacken was aus. Der hier heißt Heinz und der da heißt Klaus. Jetzt aber mal gut hier. Wenn es noch einmal gesungen wird, dann werde ich das Video sofort abbrechen. The Dick ist also einfach nur ein schlechtes Adventure. Nein, 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 um Gottes Willen ist es nicht. Bei allem Genörgel und Gemotze. Es ist weitestgehend atmosphärisch, es ist optisch detailreich und ja, es unterhält. Und auch wenn die Story etwas unclever konstruiert ist, zumindest fiebert man stellenweise mit. Es ist ein grundsolides Adventure. Aber den gottgleichen Status, den The Dick unter einigen LucasArts-Fans genießt, verdient es meiner Meinung nach nicht. Gerade das Attribut filmreich verdient es nicht. Als Hollywood-Film hätte es aus meiner Sicht einen eher trashigen Status zwischen mediokren Filmen wie Red Planet, Mission to Mars, The Core oder Armageddon genossen. Und deshalb muss man es als das sehen, was es ist. Ein sehr solides Adventure, bei dem viel Arbeit in die Präsentation gesteckt wurde, wobei diese dann doch etwas schlechter ausgefallen ist, als nötig gewesen wäre. Wenn es doch nur ein LucasArts Adventure gäbe, welches eine Verfilmung wirklich verdienen würde. Ein Adventure, welches kantige Charaktere und Antihelden besitzt, das eine spannende, sich entwickelnde Storyline mit echten Konflikten und Antagonisten bietet, das im Verlauf der Handlung den Schauplatz mehrfach wechselt und das am Ende auf einen klimaktischen Showdown hinarbeitet. Aber man wird ja nochmal träumen dürfen. Man wird ja nochmal träumen dürfen.
Tschüss.